Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einmal den neuen Diffusorschirm von Senti zeigen. Das ist der Grow. Der ist jetzt ganz neu in der Frühjahrs-Sommer-Kollektion. Ich versuche mal, euch den hier irgendwie näher zu bringen, weil das Licht natürlich nicht so optimal ist. Also der Grow ist so ein ganz dicker Schirm, so ganz dicke Keramik. Das hat den Vor- oder Nachteil, kommt drauf an, worauf ihr steht, dass der halt nicht so lichtdurchlässig ist wie manch anderer Diffuserschirm. Ich werde jetzt mal das Licht komplett ausmachen und mal gucken, ob ich euch irgendwie diesen ganzen Farbverlauf mal richtig zeigen kann, wenn es ganz dunkel ist. Wir versuchen das mal. So. Als allererstes mache ich mal ein bisschen Nebel an. So, ich habe mich für den Duft Eukalyptus entschieden. Das ist richtig gut im Moment. Jetzt huste ich auch noch. Das wollte ich damit gar nicht sagen. So, dann mache ich euch noch einmal den Diffuserschirm an. Entschuldigung, das ist das ganz normale weiße Licht. Also das kommt jetzt eigentlich gar nicht. Das ist recht ähnlich, wie ihr das seht. So ist das auch in der Realität. Wenn man nochmal raufdrückt, dann wird es ein bisschen dunkler. Bei euch flackert das jetzt so, ist aber nicht wirklich so. Das kommt von der Kamera. Jetzt kommt aber das Kerzenflackern. Das kommt jetzt wirklich auch so. Es soll halt Kerzenflackern simulieren. Und dann hat der Diffuser ja ein verbautes Farbrad. Das mache ich jetzt mal an, aber ich werde das gleich mal im Schnelldurchlauf machen. Moment, da drückt man einmal ein bisschen länger drauf. Das war zu lange. Das war zu kurz. Oh, jetzt. So, das lasse ich jetzt mal so ein bisschen auf euch wirken. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ich gucke mal in die falsche Kamera. Sieht bestimmt voll dämlich aus gleich. Also es wirkt natürlich nicht ganz so wie in der Realität, aber ihr seht schon so ein bisschen, wie er halt die Farbe wechselt. Also man kann sich seine Lieblingsfarbe feststellen oder man kann halt sagen, man lässt das Farbrad mal fröhlich durchlaufen. Also ich finde den mit Weiß fast am schönsten, aber da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich. Also ich finde dich finde ich richtig schön. Ich finde den Diffuser richtig schön. Ja, also die Farben wirken auf der Kamera schon ein bisschen anders. Aber so in etwa ist das auf alle Fälle das, was ich hier auch sehe. Also wirklich ein wunderschöner Diffuser, den man auch wirklich mal abends anmachen kann, um einfach mal runterzukommen, ein schönes Öl reinmacht und einfach ein bisschen den Farbverlauf beobachtet und sich einfach ein bisschen runterbeamen vom stressigen Alltag. Dafür finde ich, sind diese Diffusor ganz, ganz toll. Falls ihr Interesse haben solltet, mal, dass ich euch einen anderen Schirm zeige, dann sagt gerne Bescheid. Ich habe, glaube ich, fast jeden Schirm hier und falls ihr mit irgendeinem liebäugelt und sagt, kannst du mir den bitte mal zeigen? Gar kein Problem. Kann ich jederzeit machen. Ich muss es nur wissen. Euch einen schönen Abend.